mit voller Wucht und unaufhaltsam auf uns zu. Es kann Städte dem Erdboden gleichmachen und tausende Menschen töten. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine große Welle. Aus der Nähe wirkt sie nicht nur groß, sie ist riesig. Es ist ein Tsunami. Am sinnvollsten wäre es wegzulaufen, aber heute wollen wir auf ihr surfen. Im Ernst? Das geht sicher schief. Kann man überhaupt auf einem Tsunami surfen? Und hat man das schon einmal gemacht? Okay, jetzt geht's los. Hier ist, was wäre, wenn man auf einem Tsunami surfen würde? Die höchste jemals gesurfte Welle war 26,21 Meter hoch. Tsunamis können zwar so groß werden, doch für unsere Zwecke brauchen wir eine etwas höhere Welle und machen die Tsunamiwelle 30 Meter hoch. Um auf einem Tsunami zu surfen, wovon wir hiermit dringend abraten, sollte man nach Japan oder auf die Philippinen reisen. Durch ihre Lage am Pazifischen Feuerring treten sie dort besonders häufig auf. Aber wie entstehen Tsunamis eigentlich? Tsunamis unterscheiden sich von den üblichen Wellen, die durch Wind und Gezeiten entstehen. Tsunamis entstehen durch vulkanische und seismische Aktivitäten. Nach einem Seebeben mit einer Stärke von 6,5 oder höher kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich eine Riesenwelle auf den Weg macht. Diese Welle beginnt ihre Reise tief im Ozean und nimmt auf ihrem Weg zur Küste an Geschwindigkeit und Kraft zu. Man geht davon aus, dass Tsunamis Geschwindigkeiten von bis zu 800 Stundenkilometer erreichen können. Etwa so schnell wie ein Passagierflugzeug. Obwohl sie als kleine Bodenwelle tief im Ozean beginnen, werden sie im flachen Wasser gewaltig. Wie könnte man also auf ihr surfen? Du bräuchtest eine weitere Person, die genauso mutig ist wie du. Dadurch, dass sich die Welle so schnell bewegt, müsste dich dein Buddy mit seinem Jetski die Welle hochfahren. Oben angelangt würdest du schnell merken, dass diese Welle ganz anders ist als alle Wellen, die du je gesurft bist. Im Gegensatz zu normalen, durch Wind entstandene Wellen, brechen Tsunami-Wellen nicht. Eine brechende Welle krümmt sich und fällt in sich zusammen, was sie perfekt zum Surfen macht. Tsunamis sind nicht so. Abgesehen von der enormen Größe und der unglaublichen Geschwindigkeit der Tsunamiwelle wäre es unmöglich, auf ihr zu surfen, weil es für das Brett nicht genug Grip gäbe. Okay, du stehst jetzt oben auf der Welle. Was machst du also? Am besten wäre es, sich wirklich gut festzuhalten und auf sein Glück zu vertrauen. Jetzt mal ehrlich, auf dieser Monsterwelle wirst du auf keinen Fall surfen können. Die Welle würde dich mit an die Küste tragen. Und dort auch nicht einfach auf den Strand werfen. Sie könnte dich mehrere hundert Meter, wenn nicht sogar einige Kilometer, ins Landesinnere tragen. Du könntest gegen ein Fahrzeug oder ein Gebäude prallen und das wäre noch nicht alles. Nachdem dich der Tsunami ins Landesinnere geschleudert hat, würde er dich auch schon wieder aufs offene Meer hinausziehen. Und nicht nur dich. Menschen, Autos und sogar ganze Gebäude würden ins Meer gespült. Die Folge wäre eine Schneise der Verwüstung. Wenn du denkst, es wäre jetzt vorbei, müssen wir dich enttäuschen. Ein Tsunami besteht nicht nur aus einer, sondern aus vielen Riesenwellen. Bei einem Tsunami können bis zu eine Stunde lang immer wieder bis zu 30 Meter hohe Wellen auf die Küste treffen und Leid und Zerstörung bringen. Verlierst du dein Surfboard, würde das Wasser dich mit allem anderen zwischen Küste und Meer hin und her treiben. So lange, bis man unweigerlich ertrinkt oder von Trümmern erschlagen wird. Obwohl das Surfen auf einem Tsunami eine ziemlich krasse Nummer wäre, sollte man beim herkömmlichen Wellenreiten bleiben. Selbst wenn du den Ritt auf einer Tsunamiwelle irgendwie überleben würdest, könntest du dich schwer verletzen und starke Schmerzen erleiden. Aber was wäre, wenn man keinen Schmerz empfinden würde? Aber das ist ein anderes. Was wäre, wenn?